Guten Morgen, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich mache mal wieder einen Vlog. Heute ist mal wieder ein Tag wie so öfter in Nikas Leben. Es ist 10 Uhr, ich bin erst aufgewacht. Ja, ich hatte eigentlich Schule, bin ich gegangen? Nein, aber ich habe verschlafen. So, Punkt, fertig. Ich ziehe mich jetzt um, gehe ins Fitness. Nur ich sehe gerade, dass die Kamera nicht wirklich geladen ist. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich erstmal laden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die jetzt mitnehme, aber ich werde vloggen. Morgen geht's auf ein Konzert, da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ja, ich ziehe mich jetzt erstmal um. Also, ich habe meine Kamera jetzt geladen. Ich war im Fitness, ich war nicht so lange, ich war, ich will hinstellen, Stunde, anderthalb, aber ich habe auch irgendwie noch Muskelkater. Also, nee, kein Muskelkater, sondern ich bin vor zwei Tagen vom Pferd gefallen. Und ich glaube, dass davon noch nicht alles 100% in Ordnung ist. Ich muss mir jetzt mal kurz in meinem aufgeräumten Schrank T-Shirt suchen, aber wahrscheinlich finde ich genau das T-Shirt, was ich haben will, nicht. Egal, ziehe ich das an. Und dann fahre ich nämlich jetzt zu meiner Oma, gehe da essen und dann bin ich halt, also ich reite ja da. Genau. Das ist mein Plan für jetzt. Und wie Nika aussieht, nachdem sie Kuchen gegessen hat. Ja, schön. Ich fahre jetzt von meiner Oma. Ihr müsst euch vorstellen, die Koppel von meinem Pferd ist von hier 200 Meter entfernt. Aber ich fahre da jetzt hin, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Und dann hole ich Dani rein und mache irgendwas Spannendes mit ihr. Jetzt sollte ich gleich die Kamera ausmachen, sonst fahre ich hier gleich noch irgendwo dagegen. Dann hast du den Koppel geholt. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass ich komplett extra einen Pferdeaccount auf Instagram und TikTok und so habe. Ich hoffe, ich vergesse nicht, aber dann verlinke ich euch das mal in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich werde jetzt nicht alles mitfilmen bei Dana. Ich werde sie longieren, irgendwas Entspanntes machen. Und ja. Weil ich will heute auch kein Helm anziehen, weil ich habe eigentlich nachher noch ein Shooting. Solange das Wetter hält und dann müssen meine Haare fresh aussehen, weil ich habe die gestern gewaschen, deswegen will ich sie heute auf gar keinen Fall nochmal waschen. Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade so einen krassen Anruf bekommen. Ich würde es euch so gerne jetzt direkt sagen, aber ich darf nicht. Ich kann nicht. By the way, ich habe hier gerade alles vorbereitet. Ich gehe jetzt live. Ich schminke mich jetzt. Eigentlich hätte ich, wie gesagt, heute ein Shooting gehabt, aber das fällt leider aus, weil es draußen regnet. Wir wollten es draußen machen, das ist ein bisschen schade. Aber ich schminke mich jetzt trotzdem und treffe mich dann mit Laura und Lea vielleicht noch. Und gehe vielleicht noch Shisha rauchen oder so. Aber ich richte mich jetzt ein bisschen. Let's go. Leute, es tut mir leid. Ich habe vergessen mitzufilmen beim mit Lea rausgehen. Ich räume jetzt gerade mein Bett frei. Mein Bett frei, damit ich schlafen kann. Ja, morgen nehme ich mein Handy safe mit beim Film. Haben wir es auf den Boden geschmissen? Ich vergesse es nur halt manchmal, es tut mir leid. Aber ich nehme jetzt mehr Vlogs auf, deswegen Übung macht den Meister, ne? Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Ich zeige euch einmal kurz mein Outfit. Das ist mein Outfit. Die Hose ist von Shein, das Oberteil ist von Ocean Apart. Ich muss jetzt noch irgendwas drüber ziehen, weil ich ja erst in die Schule gehe und danach ins Fitness. Deswegen muss ich mir noch irgendein Pulli oder so drüber ziehen und dann gehe ich zur Schule. Ich habe heute nur 4 Stunden. Ich glaube, ich schreibe eine Englischarbeit. Ich kann gar nichts. Egal. Und ja, wir sehen uns dann einfach nach der Schule wieder, wenn ich ins Gym gehe. Dreimal dürft ihr raten, wer vergessen, die Kamera mitzunehmen. Ich, aber ich bin jetzt vom Fitness nach Hause gekommen. Habe gerade Nudeln gemacht, das ist mir eingefallen. Ich wollte ja mitfilmen. Jetzt zeige ich euch mal gleich mein Meisterwerk Nudeln. Also die Soße hat meine Mama schon gemacht, aber die haben mir keine Nudeln übrig gelassen. Hier sind meine Nudeln. Die esse ich jetzt und danach fange ich auch schon an, mich zu richten, weil heute geht es ja auf Zürich auf das Jamul-Konzert. Also, ich bin schon wieder am Essen, Leute. Ich esse und esse. Auf jeden Fall fange ich jetzt schon mal an, mich zu schminken. Es kommen ja noch andere mit. Die kommen so eine halbe Stunde mit Lea alle. Und Lea muss ich dann noch ein bisschen schminken, aber die braucht nicht so lange wie ich, deswegen fange ich jetzt schon mal an. Vor allem, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich war noch nie so wirklich auf einem Konzert. Also, ich war einmal mit 5, 14, 13 bei den Revolverhelden. Da saßen wir aber. Und halt auf dem Festival. Sonst war ich noch nie auf einem Konzert. Keine Ahnung, was ich anziehen soll. Fangen wir erst mit meinem Gesicht an. Also, wir sind jetzt ready. Morian ist auch am Start. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob ihr es seht, so eine Handytasche.
Wir fahren mit Leas Auto und ich fahre. Hey Leute, ich fahre jetzt mit Leas Auto. Hier ist dein Auto. Auf keinen Fall gehst du nach. Den Sitz einstellen. Ich habe eine Lederhose an und ich schwitze jetzt. Ich bin der Morian und ich bin auch dabei. Ich krieg mein Geldbeutel ja, gell? Boah, Alter. Ich bin schon einmal mit Leas Auto gefahren, das heißt, ich bin schon Profi und jetzt zeige ich euch nochmal dieses Ding. Nachher geht deswegen mein Handy verloren. Und ja, wir melden uns dann, wenn es irgendwas zum Ausrichten gibt. So Leute, wir sind jetzt tanken. Ich bin der Morian und ich bin auch dabei. Und wir dachten eigentlich, in der Schweiz ist es günstiger. Man versteht schon, aber so viel günstiger ist es gar nicht mehr. Und ja. Gute, ne? Hi. Gute. Ja, ja, also wir sind jetzt hier gerade in Zürich angekommen. Und wir sind erstmal falsch gefahren. Wir haben aber Nika alles im Griff. Ich habe alles in der Kontrolle. Ja, unten ist Zürich. Aber wir sind hier auch schon. Ich bin auch dabei. Genau, das ist Morian. Und da unten seht ihr. Da unten ist Zürich. Es ist richtig schön. Und ja, wir sind oft on the way. Sind um, auf der Knarre liegt du noch. Wir wollen uns so laut und haben nur Scheiße gebrochen. Wenn du mich vermisst, macht es dich verrückt, wenn du mich vermisst. Ich sag wie es ist, wenn ich dich vermisst, macht es mich verrückt, wenn ich dich vermisst. Also Leute, wir sind jetzt fertig. Es war richtig gut. Es war unnormal heiß. Wir kriegen die Tür nicht mehr auf. Ah, jetzt. Auf jeden Fall, ich habe richtig viel mitgefilmt. Wir fahren jetzt nach Konstanz, dann essen wir da noch. Also ich fahre bis nach Konstanz. Ab da fährt Lea dann. Hallo. Und Lea und mein Auto haben sich schon angefreundet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Konstanz, Leute. Ja, ich muss jetzt ja nur eine Stunde fahren und sie dann nur eine halbe. Aber ich muss auch nach Hause fahren. Ja, okay. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Also Leute, wir sind auf dem Rückweg. Und es ist hier alles sehr schön beleuchtet. Nika fährt. Wir fahren jetzt nach Konstanz und dann fahre ich weiter. Genau. Leute, ich leuchte mich gerade mit meinem Handy an, damit ich Licht habe. Wir sind jetzt in Konstanz, Lea und ich tauschen jetzt. Sie fährt jetzt den Schluss. Und ja, ich melde mich, wenn ich nach Hause komme. Okay Leute, ich bin jetzt zu Hause. Und Lea hat sich vorher Nudeln bestellt. Und hat die aber nicht leer gegessen. Bitte gebt euch mal, wie wenig sie davon gegessen hat. Und davon mache ich mir jetzt ein Stück. Weil ich Hunger. Wie man schwer erkennen kann, ich habe mich schon abgeschminkt. Immer wenn ich mich so krass geschminkt habe und dann abschminkt, fühle ich mich richtig wie so ein Mann. Oder keine Ahnung wie was. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall. Vielleicht erstmal machen wir das jetzt in die Mikrowelle. Und dann esse ich das und dann gehe ich schlafen. Dann gibt es heute nichts mehr zu erzählen. Dann bin ich mal durch. Und ich muss euch kurz einstellen, dass ich alles gleichzeitig mache. Vielen Dank für eure Geduld. Also auf jeden Fall gehe ich jetzt schlafen und damit beende ich das Video auch. Ich denke, das war genug für einen Vlog. Wenn ihr mehr Vlogs wollt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und ja, morgen gehe ich feiern und alles Mögliche. Da filme ich immer oder vlogge ich immer in meiner Story mit. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Mein Instagram-Account ist unten verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!